liebe Freunde. Kannst du dich mal vorstellen? Hallo, mein Name ist Romina Markmann und ich sitze hier am Oktopus hier. Du bist ja eine Tochter von der Familie, Schaustellerfamilie Markmann. Ja, genau, die Jüngste. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du da richtig Lust drauf hast auf deinen Job. Also das kommt zumindest so rüber, dass du irgendwie so richtigen Elan hast, oder? Ja, habe ich auch. Ich hätte ja auch die Wahl gehabt, nicht hier sitzen zu können. Also ich hätte auch Schule weitermachen. Also ich habe ja Schule gemacht und ich hätte ja auch einen Nicht-Schaustellerberuf weitermachen können. Aber ich habe mich dafür entschieden, nachdem ich mein Fachabitur gemacht habe, doch hier das Leben an der Kasse am Fahrgeschäft weiterzumachen. Denkst du eigentlich, dass man schon ein bisschen Herz dafür haben sollte? Auf jeden Fall, anders geht's nicht. Wenn ich kein Herzblut hier reinstecken würde, oder auch wie mein Bruder, meine Eltern, meine ganze Familie, würde das gar nicht funktionieren. Ich denke mal, dass das nicht bei jedem so ist, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Also in meinem Umfeld lieben eigentlich alle ihren Job. Also alle, die das, also wo sie drinstehen, die lieben das auch eigentlich. Also denkst du, wenn man das vernünftig machen will, dann muss man schon irgendwie auch das Gefühl dafür haben. Wenn du es nicht vernünftig machst, dann merkt das ja auch dein Publikum oder deine Gäste, egal ob am Fahrgeschäft oder am Imbiss oder am Ausschank oder am Spielgeschäft, wenn du da nicht dahinter stehst und das toll findest, was du da machst, dann merken das deine Gäste auch, kommen nicht wieder oder kommen erst gar nicht, wenn du da mit so einer Presse stehst quasi. Und das ist ja auch das Tolle, was ich hier bei uns finde, mit dem durchs Mikrofon sprechen und alles, mache ich den Leute gute Laune und ja, bringen die Leute dazu, auch einen Moment mal abzuschalten. Kann man das Rekommandieren lernen oder ist das irgendwie im Blut? Irgendwie ist es im Blut, aber man kann es auch lernen. Wie jetzt ich habe ja ein gutes Beispiel gehabt, meinem Bruder, der ist ja ein paar Jahre älter als ich. Und da habe ich dann, wie ich noch ein bisschen jünger war, mir ein, zwei Sachen abgeguckt. Und ja, also es gibt ja auch Rekommandeure, die meisten sind ja dann keine Schausteller. Die haben das ja auch gelernt oder sich selbst beigebracht. Und da gibt es ja auch gute bei. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich glaube, seit ich 14 bin, sitze ich hier mit an der Kasse. Ja. Wie ist das eigentlich? Werden eure Geschäfte erhalten oder ist da mal was Neues geplant? Ja, also bei uns bleiben alle Geschäfte erhalten. Die meisten unserer Geschäfte haben wir auch schon eine ganze Zeit lang. Und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Weil wir lieben unsere Geschäfte, wir versuchen unsere Geschäfte zu erhalten und stehen da auch hinter, ja. Also die Familie Markmann steht für Kultgeschäfte, die erhalten bleiben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind nicht darauf auszutauschen oder so. Klar, bei anderen, wenn ein Geschäft nicht mehr läuft, kann man da nichts dran tun. Dann muss es halt ab und zu so sein, aber wie gesagt, bei uns bleibt es eigentlich so. Liegt das vielleicht daran, dass er im richtigen Zeitpunkt das richtige Geschäft gekauft hat? Ja, so könnte man es sehen, ja. Weil so ein Polyp hier ist ja so, man kann ja schon sagen, das ist ja Kult, ne? Polyp ist Kult, auf jeden Fall. Wie Breakdance, Autoscooter ist Polyp mittlerweile auch Kult. Es gibt ja nicht nur ein, zwei, es gibt da ja ein paar von. Und auf jeder dritten großen Kirmes oder fast jeder Kirmes steht ja auch ein Polyp wie Breakdance und Autoscooter. Also es gibt ja schon internationale Fanclubs, ne? Ja, die Krake, die hat auch, glaube ich, einen großen Fanclub. Und je nachdem, wo wir sind, dann laufen die auch mit richtigen Kraken-T-Shirts rum und so, ja. Es kommen auch viele aus den Niederlanden. Ja, da gibt es ja auch viele Polyps. Wie lange geht eigentlich so eine Fahrt? 3,5 Minuten. Und manchmal auch länger, je nachdem, was da, wenn die Leute richtig Lust haben. Genau, wenn ich merke, die Leute wollen noch, dann wird es ein bisschen länger oder auch wie die Laune bei mir ist, dann gibt man auch schon mal eine Runde aus. So, alles aber fangen wir es wieder an hier auf und wieder, es geht los, so. Also gibt es ja schon einige Knöpfe zu drücken, ne? Ja, so ein paar, so drei Stück. Also so viel ist das gar nicht, oder? Es sieht nur viel aus, also hier ist ja das obere ist alles fürs Licht und hier die untere Reihe, die ist fürs Fahren. Und dann versteht sie eigentlich auch das meiste von selbst. Und mir ist aufgefallen, ihr spielt ja auch immer so, sag ich mal, so Klassikermusik, ne? Nicht jetzt hier nur das Neueste, sondern auch so 80er, 70er und 60er, alles so gemischt oder so. Ne? Ja, ich glaube, dafür ist die Kirmes aber auch da, dass es nicht immer nur um die neueste Musik geht, sondern auch um die alte Musik. Weil auch alte Musik muss am Leben erhalten bleiben, sage ich mal. Muss auch in den Leuten ihren Köpfen bleiben. Und
Ja, das, dafür steht, glaube ich, auch Kim. Ist für Kultur auch mit der Musik und nicht. Ja, ich glaube, früher sind die meisten Menschen sogar auf die Kirmes gegangen, um Musik zu hören. Nicht um sogar nur zu fahren, sondern sind an die Raupe gegangen, am Autoscooter, um zu gucken, was ist so die neueste Musik und alles. Weil früher gab es die neueste Musik immer nur auf der Kirmes. Es gibt ja auch verschiedenes Publikum, jeder ist ja anders. Ist auch ganz schön, wenn so ein Opa mal mitschaukelt, ne? Oh, schunkelt, meine ich, oder so, ne? Ja, genau, ganz oft, je nachdem, jetzt sonntags oder jetzt heute, wenn viele Familien unterwegs sind, dann stehen auch immer oft die Großeltern davor und wenn dann alte Musik läuft, dann sieht man auch, dass sie sich auch nochmal jung fühlen, wenn denen ihre Musik dann auch hier läuft und nicht so nur Hip-Hop oder so, wie jetzt im Moment modern ist. Ihr habt ja noch ein historischer Jahrmarkt, wann ist denn der nächste? Der nächste historische Jahrmarkt ist 2019 wieder im März. Ich glaube, am 16. 17. März geht es wieder los und dann wieder 6 Wochen lang historische Karussells. Da sind alle recht herzlich eingeladen. Auf jeden Fall. Und Pützchens Markt ist ja bald wieder. Zweites Wochenende im September ist Pützchens Markt. Sag mal, hier rechts ist ja das Nightstyle. Ja. Sag mal, würdest du da drauf gehen? Ja, ich probiere eigentlich alles aus. Ich bin schon mitgefahren, ist mir eine Nummer zu heftig, aber mal mitfahren auf jeden Fall. Hallo Freunde, wie ist die Stimmung? Wollt ihr, könnt ihr noch mehr? Alle sagen nochmal, alle Hände nach oben, alle Hände nach oben. Wir geben nochmal Gas hier. Einer geht noch viel auf die Super. Hey, jetzt haben wir nochmal in der Kiste. Ich muss ja schon ein Kompliment machen. Das geht ja so wie einfach so von der Hand bei dir, ne? Ja, so manche Sachen gewöhnt man sich ja auch an und bleiben auch immer dasselbe. Klar variiert man, damit es auch für die Nachbarn nicht langweilig wird. Aber kommt auch immer auf die Fahrten an, ob die Fahrt jetzt voll ist oder nicht. Wenn sie jetzt, sag ich mal, nicht so voll ist, dann sagt man irgendwo immer dasselbe. Und sonst sind auch immer mal was Neues dazwischen. Salisane, neue Runde, neue Reise, das Karussell wieder runter und besetzen. Wir haben wieder Plätze frei hier. Jetzt wieder anschließen, wieder dabei sein. Ja, auf geht's, Freunde. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Bitteschön.